Wir sind heute auf der Great Eastern Main Line unterwegs und fahren von London Liverpool Street nach Manningtree und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Und hier seht ihr unseren heutigen Fahrtverlauf auch schon auf der Karte. Zum Einsatz kommt diesmal ein Zug der British Rail Class 321 und wir starten hier im Bahnhof London Liverpool Street und hier seht ihr den Zug schon. Von diesen wurden ursprünglich 117 Stück gebaut, wovon aber nicht mehr alle in Dienst sind. Und wir haben ein Ticket der ersten Klasse, nachdem auf der Hinfahrt zwar ein moderner Flirt zum Einsatz gekommen ist, allerdings die Variante vom Stansted Express ohne erste Klasse und einer völlig überfüllten zweiten Klasse, sodass nicht an ein Video zu denken war, haben wir hier jetzt eine erste Klasse und wir schauen mal kurz rein. Wir haben Steckdosen, bewegliche Armlehnen in der Mitte und keine Tische und leider auch kein Fenster. Ja, das ist wirklich eine sehr ungünstige Aufteilung hier, sodass es mir für einen Großteil der Strecke nur möglich war, zwischen Sitz und Wand zu dem vorderen Fenster hinaus zu gucken. Das war wirklich nicht entspannend. Ich hatte nämlich extra die erste Klasse gebucht, um während der Fahrt ein bisschen arbeiten zu können. Aber ohne Tisch und ohne Fenster konnte ich weder ein schönes Video machen, noch ein anderes Video schneiden. Und dadurch war die Fahrt dann nicht sonderlich angenehm. Auch die Sitze sind nicht sonderlich bequem, sondern entspricht ungefähr zweite Klasse Sitzen in deutschen Regionalzügen. Dafür fährt man hier aber ziemlich lange, denn wir fahren hier auf einer Fernlinie und haben auch nur wenige Zwischenstopps. Trotzdem die Ausstattung entspricht ganz klar einem Nahverkehrszug. Später hatte ich dann das Glück, dass wenigstens eine Vierersitzgruppe dann frei geworden ist. Da gibt es dann auch Tische und große Fenster und auch wieder Steckdosen. Das war dann allerdings nur noch das letzte Stück der Strecke. Von Colchester nach Manningtree. Deswegen würde ich euch auch nicht empfehlen, das teilweise sehr teure Erste-Klasse-Ticket von Greater Anglia auf dieser Strecke zu kaufen. Es hat sich in meinem Fall überhaupt nicht gelohnt. Das Geld könnt ihr dann lieber anderweitig nutzen. Das war es auch schon für dieses kurze Video. Ich hätte euch gerne mehr gezeigt, aber ich werde vielleicht noch später einmal die Möglichkeit haben, euch etwas mehr von dieser Strecke zeigen zu können. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video kommt. Wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich über Likes, Kommentare, Abos oder auch eingeteilten Links sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.